Das Höhenevent ist bald zu Ende und ich rate jedem jetzt noch einige Knilts zu Kapilz zu entwickeln. Gestern bin ich nochmal auf Entenjagd gegangen. Das war doch länger als 22 Uhr unserer Zeit. Dachte ich, eventuell endet es da schon. Aber mal schauen, ob ich noch ein Shiny Enthorn rausziehen kann. Kapilz allerdings, das habe ich am Anfang schon... Achso, nicht Kapilz, ich will hier Knilts eingeben. Habe ich am Anfang schon gesagt. Ich habe mir die ganzen Raid-Bewertungen, die Raid-Counter und so angesehen. Das ist... ein genialer Pflanzenangreifer. Es gibt ja Knilts, die während des Events zu Kapilz entwickelt werden, lernen die exklusive Attacke Strauchler. Und das Event läuft nur noch bis zum 29. 22 Uhr unserer Zeit. Also schon langsam kann man mal alle seine Knilts durchgehen. Ich habe schon einige verschickt und noch ein paar getauscht. Es war nicht so viel Geniales dabei, muss ich leider sagen. Und mein höchstes, WP-mäßig 711... Ja, der Balken ist schon ganz gut gefüllt. Ich habe 1184 Candies. Also, je nachdem, wie viel ich aufheben möchte, sagen wir so... Ja, keine Ahnung. 20 Entwicklungen kann ich machen und ein paar Candies noch zum Hochpushen. Oder vielleicht sogar noch ein paar mehr Candies aufheben. Aber, ich bin jetzt Kapilz-Vertreter und will euch das Pokémon mit Strauchler schmackhaft machen. Denn nur jetzt noch bis zum 29. 22 Uhr kann es die Attacke erlernen. Wir sehen uns doch mal die staatlich geprüften... Groudon-Counter an, da kommt Kapilz beispielsweise direkt auf der 4 mit Kugelsaat-Strauchler und nicht mit Konter-Strauchler. Zum Glück habe ich ein paar TMs jetzt vom Raiden erhalten, da wird natürlich gleich eine draufgeballert, genau. Noch vor Snibunna. Und man muss nur bedenken, die KP sind nicht so krass, aber also das Ding geht dann häufiger drauf. Jedoch als Pflanzenkonter. Mega genial. Für Groudon, für Kyogre, für alles andere, was vielleicht noch kommen wird, wo man einen Pflanzenangreifer benötigt. Ja, 2322 ohne hochzuleveln, das ist doch schon mal fein. Also entwickelt, entwickelt, entwickelt. Vorher aber vielleicht überlegen, wie viele Bonbons möchte ich mir dann zum Hochpushen aufbewahren. Oder man tauscht auch noch ein bisschen. Ich meine, jetzt sind noch 2 Tage, 1,5 Tage, wie auch immer. Zeit. Ich bin mir sicher, viele haben sowieso schon hergetauscht. Und am besten die WP-Höchsten, wenn sie schlecht sind und man sie nicht entwickeln würde. Die kann man tauschen, weil da würfeln sich ja die IV nochmal neu. 2269. Sehr schön. Feine Sache, feine Sache. Okay, Moment. Oder ich gebe hier direkt, das wäre, glaube ich, auch spannender, ein Plus ein mit Knilts. Dann wird die ganze... Family nämlich angezeigt, dann haben wir direkt die ganzen mit Strauchler wieder hier oben. Moment, aber die Attacke habe ich gar nicht gesehen. Kugelsaat Strauchler, direkt perfekt. Ja, ich weiß, das ist eine Diskussion. Ich werde nachher auch noch mit Kapilz vielleicht einen Raid machen mit einer Armee und das dann ins Video schneiden. Es ist eine Diskussion. Findet man das gut, dass diese Attacken so exklusiv sind und man sie nicht mal im Eventzeitraum einem alten Kapilz mit TMs beibringen kann oder durch das Hinzufügen einer zweiten Attacke? Oh Mann, schon wieder Konter. Aber ich muss zugeben, ich habe ein paar Sofort-TMs in den letzten Tagen sogar zerstört. Die habe ich nämlich häufiger bekommen. Von daher einfach drauf da ein bisschen. Und genau, ich entwickle jetzt so viele. Und die Frage ist, warum entwickle ich so viele? Eben weil die Attacke so exklusiv ist. Und wenn ich mir die ganzen Knilts aufhebe und die Knilts-Bonbons, kann ich nichts damit anstellen. Aber wenn ich die Kapilz mit der Attacke habe, die kann ich tauschen. Das ist eine... Das ist ja schon wieder zweimal Pflanze. Eine Währung oder das ist ein wertvolles Pokémon zum Tauschen, wenn jemand, keine Ahnung, ich möchte irgendwas von jemandem haben und er sagt so, ja toll, aber was hast du anzubieten? Dann sage ich, wie wär's mit einem hohen Kapilz mit Strauchler? Was sagst du dazu? Das heißt, auch wenn ich die alle natürlich nicht benötige und die schlechte IV haben, beim Tauschen wird sowieso neu gewürfelt. Natürlich könnte man jetzt auch die Knilts direkt tauschen, das ist schon klar, aber... Später irgendwann gibt es die Attacke nicht mehr und deshalb buttere ich komplett alle Candies da jetzt rein in diese Entwicklungen. Ich nehme jetzt der Reihe nach einfach die Wettkampfpunkte, weil leider auch bei den unteren keines dabei war mit 82% plus. Meine besten waren wirklich die höchsten schon. Schade, aber der Wetterboost war nicht wirklich vorhanden, muss man sagen. Okay, hier auch Konter. Ja... Machen wir noch eine TM. Also das sind echt genügend. Und vor allem die Sofort-TMs, die benötigt man nicht so häufig, denn die meisten Pokémon haben nicht so viele Sofort-Attacken. Bedeutet, wenn man eine andere möchte, reicht oft schon eine einzige Sofort-TM. Bei den Lade-Attacken allerdings, oh mein Gott, wenn ich da an
Mewtwo denke oder keine Ahnung was denke, da tut sich schon ein bisschen mehr dann. So, und noch ein Kapitel mit vermutlich Strauchler. Genau, und direkt Pflanze auch mehr als 2000. Sehr schön, also natürlich, das Ding geht noch hoch auf 2600, ein 100%iges. 2628. Luft nach oben gibt's immer, aber einfach nur ein solides Team. Könnte man auch als zweites Team nehmen, jetzt in meinem Fall, mein Team Nummer 1. Da habe ich alles komplett hochgepowert. Und dann noch eine ordentliche Kamikaze-Kapilz-Armee, die viel Schaden austeilt und dann natürlich aber auch schnell drauf geht. Einfach als Team Nummer 2 nehmen. Weil der Vorteil ist, das ist kein Solarstrahl zum Beispiel mit einem fetten Ladebalken, sondern Strauchler hat zwei Ladebalken, bedeutet, die Attacke kann man häufiger einsetzen und hoffentlich auch, bevor das Ding drauf geht. Was ja bei Groudon und Kyogre, wenn die so fette Attacken dann haben wie, keine Ahnung, Solarstrahl, ist man schnell weg vom Fenster. Aber in dem Fall, hoffentlich, kann zumindest ein Strauchler dann eingesetzt werden. Also, seht euch an, wie viele Candies habt ihr. Natürlich hat bestimmt nicht jeder mehr als 1000, so wie ich. Ich habe schon fleißig gespielt, ich nehme immer Sananabeere, hatte auch ein paar noch von vor dem Event. Aber man muss bedenken, so in etwa, je nachdem wie hoch das Pokémon schon ist, 200 bis 300 Candies würde man benötigen, um eines komplett hochzupowern auf Level 40 dann. Und wer eine zweite Ladeattacke machen möchte, was aber nicht so wichtig ist, also es gibt noch Samenbomben, Pflanze als Attacke. Nö, braucht man nicht, weil Pflanze ist ja schon Strauchler jetzt die beste Attacke für Kapilz. Aber wir hätten noch Wuchtschlag, Kampf und Matschbombe, Gift. Das könnte man machen, wenn man sein Kapilz dann als Arena-Angreifer verwendet. Zum Beispiel, wenn ein Relaxo, Hytera, Litter King, was auch immer kommt, kann man die Kampfattacke dann einsetzen und kann direkt aber dieses Kapilz auch mit Strauchler verwenden. Oder für PvP. Und da sollte man dann, ich will auch eins für die 1.5er Liga, eventuell, Moment, da muss ich hier ein paar entwickeln. Mal schauen, tasten wir uns ran, dass man auf die WP achtet. Dass das Pokémon zum Beispiel in der 1.500er Liga ist. Aber wer so ein halbwegs gutes komplett levelt auf Level 40, das dürfte irgendwie, also 2628 sind für 100% IV. Wer schlechtere IV hat und so ein Kapilz komplett levelt, das... Oh, ich mach keinen Witz, das habe ich vorher nicht geplant oder durchgerechnet. 1499. Ja, ich glaube, besser wird's für die 1500er Liga nicht. Hammer. Hammer. Wie genial ist das denn? Alter Schwede. Das ist mega. Das ist mal wirklich mega. Und zum Beispiel, ich bin so einer, wenn ich für PvP spielen würde, würde ich da jetzt noch eine zweite Attacke hinzufügen. Entweder Wuchtschlag oder Matschbombe. Wuchtschlag profitiert vom Same-Type-Attacker-Bonus, weil es eine Kampfattacke ist. Und Matschbombe ist Gift. Je nachdem, was der Gegner so hat, kann ich damit eventuell effektiven Schaden anrichten. Aber ich entwickle da noch ein bisschen durch. Und eventuell will ja wer tauschen. Das Gute ist ja, auch wenn das ein besonderes Pokémon ist, das ist kein Spezialtausch. Also da kann ich auch nach dem Event tauschen mit den Leuten ohne Ende, die vielleicht keine Zeit hatten, sich viele Knilz-Candies zu sammeln. Ja, oder die dann auch was für mich anzubieten haben zum Beispiel. Oder sagen wir einfach, ein Kapilz gegen ein altes Pokémon. Dann wird es für den vielleicht lucky und für mich wird das andere auch lucky. Das alte, was dann eben einfach irgendeines ist, je nachdem, was es damals so gab. Also, ich entwickle die durch. Was soll ich jetzt mit 1000 Candies machen? Wenn, und dann hole ich mir nur ein, zwei Kapilz mit Strauchler. Und die Candies gebe ich dann irgendwann aus für ein Entwicklungsevent? Nö. Also ein paar mache ich noch. Moment, eventuell. Ja, ich mache einfach wettkampfpunktemäßig hier weiter. Echt schade, dass ich so wenige mit einem hohen Level gefunden habe. Ich habe vielleicht am Anfang des Events ein paar verschickt, so 500 WP Knilz, wo ich noch nicht so mitgedacht habe. Ich hätte gedacht, da finde ich noch viel mehr, auch mit Wetterboost und 800 WP oder so, also 700 irgendwas um den Dreh. Na gut. Aber, ja, die Sache, das Thema, Diskussionsbedarf bleibt bestehen. Was ist da jetzt los mit diesen speziellen Attacken jedes Mal? Da will man nichts mehr entwickeln irgendwie, weil ja dann das kommt mit einer besseren Attacke und Niantic gibt uns nicht die Möglichkeit, bei alten Kapilz die Attacke hinzuzufügen, was ich in der Tat schade finde. So, machen wir noch, zwei machen wir noch und dann ist Schluss, beziehungsweise das Event läuft ja noch zwei Tage.
Da farm ich dann ja hoffentlich sowieso noch das eine oder andere Knilz-Candy. Ich will das Video jedoch schon jetzt 2 Tage vorher hochladen, denn es macht keinen Sinn, wenn ich dann am Dienstag um 21.30 Uhr das Video hochlade. Jo Leute, in 30 Minuten ist zu Ende. Das ist auch spannend hier, die WP. Obwohl ich immer schwächere Knilz nehme zur Entwicklung, ändern sich oder sind die Kapilz-WP teilweise auch höher oder niedriger. Übrigens 351, ich hatte vorhin 400. Man bekommt ein Candy, kleiner Funfact am Rande, bei der Entwicklung. Deshalb sind diese 12er-Entwicklungen, wie zum Beispiel Taubsi oder Flurmel, so krass. Man fängt ein Pokémon mit Zananabeere 6 Candies. Fürs Verschicken ein Candy, sind wir bei 7. Die Entwicklung dann, klar kann man ein verschicktes nicht entwickeln, aber die Entwicklung dann gibt nochmal ein Candy, also 8 Candies pro Pokémon, pro Entwicklung. Und 12 benötigt man nur für die Entwicklung. Das ist schon heftig. So, eines machen wir noch. Und den Rest hebe ich mir dann zum Powern auf. Weil nach dem Höhen-Event dürfte es nicht so easy sein, Knilz zu bekommen. Das sollte klar sein. Aber das eine oder andere wird irgendwann auch noch dabei sein. Und zur Not gibt es dann noch Nester. Und was auch immer. Also, jetzt noch 2 Tage. Geht alle durch. Bewertet. Tauscht vielleicht noch hin und her. Und dann entwickelt fleißig. Jetzt habe ich ein paar. Definitiv mit Strauchler. Das ist schon mal genial. So. 2322, also ohne hochzuleveln, mega zufrieden damit, muss man echt sagen. Klar, 300 WP extra noch, das wären so 10% mehr Schaden vermutlich, aber genau. Dann wird es aber leider, ja, ich habe echt nur 2 halbwegs starke jetzt, das finde ich schade, dass ich da nicht noch, vielleicht bekomme ich noch das ein oder andere Wettergeboostete, das wäre genial. Aber gut, ansonsten, jetzt sehe ich mir das Ding im Kampf an und melde mich dann, glaube ich, noch zurück. 6 hours later. Und da bin ich wieder, vorletzter Tag von Groudon und Kyogre. Ich habe jetzt 5 Raids spontan mit einer Gruppe mitgemacht und zwar nur mit der Kapilz-Armee und muss sagen, obwohl ich wirklich kein einziges hochgelevelt habe und die bei weitem nicht auf diesen von mir erwähnten 2600 WP sind, läuft besser als gedacht. Je nach Attacke, aber selbst meine schwachen 2100er hier so, die konnten eine Hydropumpe von Kyogre wegtanken und der Vorteil ist, wenn man so viel Schaden nimmt, füllt sich die Energie auch auf. Ich bekomme die Hydropumpe reingedrückt, habe sofort 2x Strauchler ready, also Glaskanone ohne Ende. Ist so ein bisschen das Gengar unter den Pflanzen-Pokémon, würde ich sagen. Und als zweites Team, für mich sogar, ohne hochzuleveln, definitiv ganz spaßig. Also genau. Kapilz mit Strauchler und wenn man die alle hochlevelt, dann schafft man da bestimmt die eine oder andere Challenge, die in der Vergangenheit nicht möglich war, keine Ahnung, irgendein Duo mit jemandem bei was weiß ich für einem Raid. Genau, denn der Schaden, der ist definitiv da, aber die kippen echt schnell um, das muss man natürlich auch sagen. Ausweichen wäre ganz nett, dann könnte man die Attacken viel eher überleben, aber wie das mit Ausweichen in Raids mit mehreren Leuten ist, das wissen wir ja, denke ich. Das geht einfach nicht. Ja, ansonsten auf jeden Fall jetzt nach meinen Tests noch mehr entwickeln, entwickeln, entwickeln. Das ist ein spitzenmäßiges Pokémon, welches nicht in der Sammlung fehlen darf. Ansonsten würde ich mal sagen, für dieses Video war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.